jeder haftet für sich selbst. Antonia Alm, alles Gute, viel Spaß. Sehr geehrtes Publikum, bitte verzeihen Sie mir, dass ich mich dazu entschlossen habe, vor Ihnen zu stehen, um zu reden. Denn meine Person hat eigentlich gar nichts zu sagen. Worüber soll ich dann eigentlich reden? Über welches Thema soll ich reden, um Sie nicht ungeheuerlich zu langweilen? Denn nichts ist schlimmer als die Langeweile, nichts entsetzlicher als die Leere, die sich ausbreitet, wenn ein Redner sich um Kopf und Kragen redet und eigentlich gar nichts zu sagen hat. Aber immerhin spreche ich vom Maskulinum und daraus schöpfe ich Mut. Ich bin eine feminine Person. Sie hören, ich habe doppelt gegendert. Von diesem Philosophen Platon stammt ja die Idee, dass es einst nur ein Geschlecht gab. Ein Mann-weibliches, das die Vorzüge und Nachteile des Weiblichen und des Männlichen in sich vereinte. Mir reicht es schon, dass ich weiblich bin. Und ein Mensch. Wenn der Mensch alles hat, wird er oft gierig. Er wird unachtsam und undankbar. Habgierig, geldgierig, geizig, egoistisch und asozial. Er wird distanziert, wegnehmend, nicht gebend und jammert. Aber wenn der Mensch nichts hat, wird er oft dankbar. Dankbar für die kleinste Kleinigkeit, hat Augen für die kleinsten Wunder und hat Mitgefühl mit den anderen. Du und ich. Wir haben alles. Und trotzdem sind wir ja so arm, weil wir in die Schule gehen müssen. Wir sind ja fast am Verhungern, wenn wir ein paar Stunden nichts essen. Wie oft, seid ehrlich, wie oft hört ihr es am Tag? Geh, Alter, ich bin schon so hungrig, fahr mal gleich zum Mäcki, ich bin am Verhungern. Und uns wird schon ganz schummrig, wenn die Durststrecke bis zur Arbeitspause zu lange dauert. Und die Welt geht natürlich unter, wenn wir einmal nicht die neuesten Timberlands haben oder das neueste Handy, die neuesten Klamotten oder den neuesten Film nicht gesehen haben, der erst seit einer Woche in den Kinos läuft. Wir haben alles, aber irgendwie ist es immer zu wenig. Du bist nicht nur sensibel, du bist oberflächlich, vielleicht sogar fast schon weinerlich. Du lebst in einer Welt, in der der Ruf, die Accessoires, das Aussehen, die Knete alles sind. Du kannst es dir leisten zu sagen, das schmeckt mir nicht oder dieser Pulli gefällt mir nicht. Du lebst in einer Welt, in der du den Hunger, die Kälte, die Angst, das Grauen, das Zittern, die Hoffnung und die Gnade nur von der Leinwand kennst. Fernsehen, YouTube, Filme, Nachrichten, News aus aller Welt sind überall übervoll mit Spuren von Blut. Und du kannst ruhig die Augen verschließen vor dieser Welt außerhalb. Denn mit dieser hast du nichts zu tun. Du lebst in einer Welt, die du dir zurechtrücken kannst und die du auf deinem Display speichern kannst. Bin ich nicht schön und sexy, ganz teeny, ganz girl, ganz star, ganz groß, obwohl ich noch klein bin? Es ist traurig, aber wahr. Wir sind wie Kinder, die nie erwachsen werden und jammern. Wir jammern hier und jetzt und hier und dort. Du jammerst, wenn du müde bist, du jammerst, wenn du hungrig hast, wenn du Hunger hast. Und du jammerst, wenn du nicht mehr weitergehen willst. Du jammerst, wenn du eine Rede schreiben sollst und du jammerst, weil dir nichts mehr einfällt. Du jammerst, weil dir niemand zuhört und du jammerst, weil du allein bist. Meine Freundin zum Beispiel, sie findet ihr Leben nicht schön. Sie ekelt sich davor, so wie ich mich ekle, wenn ich mich auf einen ausgelutschten Kaugummi setze, der sich hinterhältig auf der Sitzfläche völlig im Verborgenen breit gemacht hat, um mir ein Stück meines ach so perfekten Lebens zu vermiesen. Die zerkaute, klebrige Masse fühlt sich an wie die ewige Jammerei meiner Freundin. Sie meint, ihr Leben sei scheiße, weil sie zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen möchte. Aber sie sieht nichts anderes, keine Perspektive. Keine Lehre und keinen Job, rein gar nichts, nur den Schulfrust. Sie sieht auch nicht, dass das Lernen mehr ist, mehr als Gefängnis, dass genau dort der Schlüssel zur Freiheit liegt. Aber beim Spazierengehen zum Beispiel sagt sie, ihr sei viel zu kalt. Dann sage ich, mach doch die Jacke zu. Das tut sie natürlich nicht, weil das doof aussieht. Sie kauft sich was zu essen und wirft es weg, weil es ihr dann auf einmal doch nicht schmeckt. Ist eh egal. Es wird so viel weggeworfen, da ist sie nicht die Einzige. Sagt wahrscheinlich jeder und sagt auch sie. Sie steht vor ihrem vollgestopften Schrank und kriegt die Krise, weil sie nichts zum Anziehen hat. Eh klar, die Klamotten sind jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand, glaubt sie jedenfalls, auch wenn sie gerade erst letzte Woche einkaufen war. So richtig modern kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn jede Woche etwas Neues auf den Markt kommt. Und wenn der Kleiderschrank dann so vollgestopft ist wie bei meiner Freundin, kann es schon passieren, dass du den Überblick verlierst und dann auf einmal alles zu nichts wird. Es regnet und sie flucht, weil ihre Frisur kaputt geht. Den Regenbogen bemerkt sie gar nicht.
Die Sonne scheint und endlich schmilzt der Schnee. Sie fängt fast zu weinen an, weil sie sich für den Sommer noch zu fett findet. Sie hat gar nicht bemerkt, dass die Vögel wieder zwitschern. Wir gehen ins Restaurant und hinterher bereut sie, dass sie schon wieder so viel gegessen hat. Sie wollte ja abnehmen. Jetzt ist sie böse auf mich, denn ich habe ihr die Meinung gegeigt. Ich habe gesagt, dass sie aufhören sollte, ständig zu jammern. Ich habe zu ihr gesagt, wenn du Hunger hast, brauchst du nur zum Kühlschrank gehen. Wenn dir kalt ist, dann mach doch die blöde Jacke zu. Wenn du abnehmen willst, dann iss nicht so viel. Du hast ein Dach über dem Kopf, eine Familie, die hinter dir steht. Du hast Freunde, die da sind, wenn du sie brauchst. Du hast Essen im Überfluss und kannst verdammt nochmal auch Wasser trinken, wenn kein Saft zu Hause ist. Das Wasser bei uns ist sogar Trinkwasser. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Reines Trinkwasser? Du brauchst es nicht abkochen, es ist nicht verseucht und es kommt aus dem Berg und schmeckt nach klarem Wasser, pur und unverfälscht. Und am wichtigsten, es löscht den Durst. Ich habe ihr gesagt, sie soll anfangen, ihr Leben zu schätzen, weil die Hälfte der Menschen, also circa 4 Milliarden Leute, froh wären, ein Leben zu haben, wie sie es genießt. In Wirklichkeit war es gar nicht nur an sie gerichtet, denn sie kann nichts dafür, dass sie in einer Welt aufgewachsen ist, in der die Wertschätzung verloren geht und die kleinen Dinge unbeachtet bleiben. In einer Welt, in der die Leute an Bettlern vorbeigehen, weil sie sich schämen, mit ihnen gesehen zu werden. Nein. Um ehrlich zu sein, würde ich mir lieber ein Leben voller Grauen und Elend wünschen und jede kleinste Kleinigkeit bemerken, jeden Vogel im Frühling zwitschern hören, mich über kleine und große Wunder freuen, als wie der Rest der Leute unachtsam, undankbar, habgierig, geldgierig, geizig, egoistisch, asozial, wegnehmend, nichtgebend und jammernd durch die Welt zu rennen. Anstatt groß, berühmt und der einsame Star zu sein, bin ich lieber glücklich und klein. Danke. Thank you.